Recht herzlich willkommen zur vierten Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Okay, hier geht eingeborener bieten keine Unterstützung. Örtlich eingehören. Okay, da kann man nichts machen. Geld ein bisschen weg. Kommen wir nicht drum rum. So. Okay, die sind gewandert nach da. Die waren vorher da. Und die sind gleich geblieben, glaube ich. So, wir haben letztes Mal noch einen Berater eingestellt und ich bin ja echt... wo sind sie? Hier sind sie. Haben wir zwei sogar eingestellt, aber momentan kommt mir so ein bisschen vor, als ob das jetzt nicht so das Spielentscheidende gerade ist, ne? Ich glaube, wir sollten die besser entlassen. Und den Euro hier nehmen, den wir da kriegen, den Goldtaler. Weil 0,67 ist nicht viel, ne? Und irgendwie müssen wir ja auch hier weiterkommen, dass wir was bauen können. Das ist alles nix, ne? Hm. Hier automatisch speichern gewesen. Die können sich gerade nicht, wir könnten die aber. Da sehen wir nicht, was die haben. Ja. Haben wir denn irgendwelche Nachbarn, die demnächst hier näher kommen und wir sagen können, okay, nicht wirklich, ne? Was machen wir? Okay. Vielleicht tun wir da ein bisschen die Beziehungen verbessern. Können wir machen, ne? Und bei denen? Auch die haben eine ganz gute Beziehung. Und wie sieht's bei denen aus? Und machen wir mit denen dann die Verbesserung auch. Ja, lassen wir erstmal so. Okay. Ist das jetzt hier der dritte in dem Brunnen gewesen, der da gestorben ist? Nee. Okay. 204. Oh, da ist der General gestorben. Ja, da müssen wir da mal einen neuen holen, ne? Kostet uns nicht so viel, weil wir ja definitiv einen umsonst haben, ne? Der ist sogar schlechter wie der andere. Ja, was macht das hier jetzt? Dauert und dauert. Das obere ist am schnellsten, ne? Was kommt denn danach? Kleingesellschaften. Nationaler Stahlmodifikator kommt da, okay. Und das ist noch das gleiche. Hier, das müsste als nächstes kommen, ne? Die Moral höher, das ist ja auch okay dann. Was macht das Land hier? Beziehungsweise hier. Oh, 80%, da kommen bald Aufständische. Na, das können wir erstmal dann so lassen. Das kriegen wir noch hin, ne? Acht Tage, aber das würde sowieso nicht klappen, weil wir das noch nicht haben. Wo wollte ich hin? Ich wollte... Kriegsmüdigkeit. Nee, wo war das denn hier mit dem Dingens, mit den... Sind die Soldaten? Nee. Bin ich jetzt auf dem Holzweg hier?
war das hier? Ach, das war hier. Grundsteuerposten. Das sind die Schiffe. Das haben wir. Das. Okay. Hier war das. Okay, wir haben überall zwei. Aber wir können etwas investieren und das ist hier die Moral erhöhen. Sollten wir dann noch tun. Als nächstes geht das hier. Gut. Oh, neues Bild hier in einer Reihe. Ich glaube, da ist nicht so toll, wenn wir da was jetzt machen würden, ne? Ah, okay, das sind 54, 57. Ein Künstler ist gestorben. Höhlenmalerei bestimmt gemacht. Und wo waren wir stehen geblieben? Hier waren wir stehen geblieben, ne? Da ist wieder einer gestorben. Okay. Entwicklung. Dem Steuererhöhung hätten wir dann, ne? Und hier. Okay. Wieder Geld verloren. Das wären 8, 16, 24, 32, 48. Das ist ein halber Goldtaler da oben. Kriegen wir wie viel denn davon hin? Das ist die Frage, ne? Verwaltungsmacht ist das. Nee. Sollen wir da was machen oder nicht? Das ist die Frage, ne? Wie sieht das denn hier aus? Ah, da kommt gleich was. Number 500, 495. Jetzt speichert er gerade ab. Am nächsten Monat ist es soweit. Und da geht's jetzt. Okay, machen wir. Nächste wäre Rauchzeremonien. Diplomatisches Geschick geht dabei drauf, okay. Ah, da gibt's einen Kolonisten. Da müssen wir mal zusehen, dass das klappt. Das müssen wir also doch vorantreiben hier. Okay, und hier war mehr Geld, ne? Steuermodifikator, okay. Und unser Häuptling hat hier nichts, ne? Diplomatisches Geschick. Ja, und da haben wir den nur dabei. Ja, alle 25 Jahre wird das noch gehen. Mit Geld immer noch niedrig. Sollten wir uns mal Gedanken drum machen, dass wir bessere Einnahmen haben, ne? Guck, die sind nach da oben gezogen. Das ist eigentlich schon hier mit den dreien, das, was wir machen müssen, ne? Haben aber schon eine gute Beziehung, ne? Anspruch können wir nicht fungieren, Wirtschaftsaktionen gehen auch nicht. Eine
Koalition schließen. Okay, Vasalisierung anbieten können wir denen, so. Das lehnen wir mal ab. Und dann gucken wir mal bei denen. Die würden das nicht machen. Das lehnen wir auch ab. Wie ist mit denen? Würden die das denn machen? Stopp, da wollte ich hin. Nee, aber die anderen würden das machen. Hm? Den Nord abberufen. Das wäre ja nicht schlecht, ne, oder? Ein Militärbündnis brauchen wir. Senden. Gut. Und dann okay, abberufen. Beziehung zu denen ist 143. Ein Bündnis haben wir mit denen geschlossen. Beziehung. Können wir, glaube ich, nicht mehr verbessern. Keine Staatsehe möglich. Heimdienst geht auch nichts. Okay, und da geht's los. Dann müssen wir dann da rein. Da gibt's eine Festung. Okay, die müssen uns jetzt ja helfen, eigentlich, ne? Machen sie auch nicht. Oh, das verlieren wir, oder? Jo. Wie beim letzten Mal bei den anderen, ne? Oh, ich dachte, wir hätten mehr Moral gekriegt und es wäre toll, ne? Ah, kein Anführer, das ist das Problem vielleicht gewesen. Ah, das ist doof gelaufen, ne? Naja, mit Anführer geht's jetzt bestimmt auf jeden Fall, oder? Und dann der Berater. Ja, ich kann kein Prestige verlieren. Also stirbt er. Ist auch nicht schlimm, lass das so. Und wir haben auch mehr Geld jetzt in der Tasche. Hat ja auch seinen Vorteil, ne? Er ist wieder verloren. Oh, 0,48. Gut. Aber beim dritten Anlauf klappt das jetzt gleich. Ja, da geht schon wieder was, ne? Steuermodifikator. Dann lass uns das mal gerade angucken. 0,6. 0,24. Okay, das ist ja schon mal was. Speichert automatisch ab. Und das letzte Mal hinein. Jetzt müsste das aber klappen. So, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt ist da Ruhe. Jetzt müssen wir da nur gucken, dass wir das Land wieder erobern. Und das sollte schnell gehen, oder? Wie sieht's hier aus? 144. Einflussaktionenbündnis.
Abbrechen, das ist falsch. Ja, okay, 190. Da müssen wir noch was verbessern, ne? So, das ist wunderbar. Und Geld, wie sieht's jetzt aus? 1,53, okay. Das ist schon mal schön. Die ziehen wir wieder mitten ins Land. Das ist glaube ich besser. So, da müssen wir gucken, dass das hier besser wird, ne? Mal ein Geschenk versenden, oder? Gib dem mal 25 Taler. Sind da noch 21, die wir haben müssen. Das geht nur einmal, okay. Okay. Okay, das wäre auch cool. Da kann man sogar noch hier so spielen. 30%. Machen wir mal, oder? Ja. So. Ach, die sind da eingezogen. 172, das wird auch besser, das ist auch schön. Können wir noch was machen? Kein Darlehensangebot, okay. Geschenk versenden geht nicht mehr. Senden wir denen das doch mal, oder? Vielleicht ist es mit 182 nicht schlecht, ne? Ist auch schön. Und es ist nur eine 8. Vielleicht sind sie unsere Vasallen. Beziehung verbessern geht aber glaube ich nicht mehr, oder? Ist schon 100 oder mehr, das wird gleich wieder gemeckert. Staatsehe gibt es noch nicht. Bündnisaktion. Spricht eine Garantie aus, die uns in den Krieg gegen alle Angreifer ruft. Aber das wächst ja von alleine da, glaube ich, ne? Gut, was haben wir da jetzt? Ohne Umfang an. Mohikanische Nationalisten, okay, egal. Kriegen wir hin. Gut, was ist das? Lokale Autonomie. 40% lokale Autonomie.
Administrative Macht? Ne, der verliert über die. Gut. Gut. Beraterplatz ist immer noch frei. Haben wir da schon 190? Achso, den müssen wir da nicht machen, sondern da. 190. Das sieht doch gut aus, oder? Einfluss. Autorisierung anbieten. Senden. Wunderbar. Okay, ist klar. Okay. Einer in unseren Diensten gestorben. So, dann haben wir hier noch was. Noch mal 04. Gut. Ne, das brauchen wir erstmal nicht. Ja, das ist aber schon mal was wert, oder? So, hier sieht es dann so aus. Finanziell 1,52 ist nichts Berauschendes. Können wir erstmal so lassen. Hier geht nichts. Wie sieht es da unten aus? Da wird sich dann da was machen. Ja, gut. Okay. So, das heißt, wir haben einen Vasallen. Wie sieht das denn mit denen dann aus? Die sind dann... Nee, das wollen wir nicht. Die haben Feinde... Okay, das würde bedeuten, man könnte jetzt diese hier angreifen, ne? In dem Sinne. Aber ist gerade vielleicht nicht die beste Chance mit 9 dagegen. 9 gegen 9, ne? Gut, okay. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.